Sehr aufmerksam. Danke. Minus 6 Grad heute Morgen bei mir auf dem Balkon. Ja, Sie wissen, ich bin einer von diesen Menschen, die immer sagen, heute Morgen hatten wir bei mir auf dem Balkon minus 6 Grad. Es ist kalt geworden bei uns in Deutschland. Ich meine das ausnahmsweise nicht soziologisch oder menschlich, sondern Wetter. Aber ist doch schön, oder? Das sind doch diese Temperaturen, die wir uns jetzt vor dem Fest wünschen. Hm? Oder nicht? Dieses Warme ist gar nicht gut für den Kreislauf. 12 Grad jetzt im Dezember. Ich habe neulich bei mir rausgeguckt, da haben fast die Kokosse wieder geblüht. Sie wissen, ich habe so einen kleinen Vorgarten, den ich mit der Nagelschere bearbeite, wenn ich abends von der Show nach Hause komme, dass da kein Grashelmchen schief steht. Alles weggeschnitten. Ja, es ist so kalt, viele Exhibitionisten im Park, ja, zeigen nur noch das Fotoalbum. Exhibitionisten, oder? Das bist du vernuschelt. Ich sag das nochmal. Es ist so kalt, viele Exhibitionisten zeigen im Park nur noch das Fotoalbum. Hier in Köln-Mülheim ist es so kalt, auf den gefrorenen Pfützen laufen die Ratten Schlittschuhe. Bei mir zu Hause war es heute Morgen so kalt, ich habe gesagt, bitte, bitte, kommen Sie doch rein. Essen Sie doch den Meisenknödel drin. Frau Wusso. Helmut Salad and the Iceman. Heute Abend haben wir eine tolle Schauspielerin zu Gast. Sie ist zu sehen, ich habe es schon gesehen, weil ich habe es bei Arte angeguckt, aber ich schaue es mir noch mal an, wenn es in der ARD kommt, diese Manns von nebenan. Wie heißt es? Die Manns. Die Manns. Die Manns. Die Manns. Die Manns. Thomas Mann, Heinrich Mann, Susi Mann, Walter Mann, Klausi Mann, Eisi Mann, Golo Mann und wie sie alle heißen, die sympathischen Musikanten. Joey Mann, die Mann-Family. Die Manns haben ja lange hier auf einem Schloss bei Köln gewohnt, in Brühl. Angel war ihr größter Hit. Und diese Geschichte ist jetzt verfilmt worden. Was viele nicht wussten, Vater Mann hat sehr viele Bücher geschrieben. Die Buttonbrooks zum Beispiel. Jetzt auch verfilmt unter dem Titel Der Herr der Potters. Jetzt habe ich, glaube ich, nichts mehr durcheinander gebracht, oder? Und sie spielt die nicht so ganz geliebte Tochter im Vergleich zu anderen Töchtern von Vater Mann, Monika Mann, Stefanie Stappenbeck. Heute Abend hier sehr gute Schauspielerin, sehr charmante, attraktive Kollegin. Und ich fasse es nicht, was man mit unseren großen Entertainern macht. Oder der eine, schlimm genug, aber jetzt auch noch der andere. Unser Freund Karl Moik, der Coil, wie wir ihn nennen, wird definitiv zum Jahresende mit dem Musikantenstadel aufhören. Und er hat, das ist ihm nicht leicht gefallen, einen Brief geschrieben an seine Millionen, die erfolgreichste Show der ARD, ja. Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, heute in der Bild-Zeitung, schauen Sie, das hier ist der Brief von Karl Moik. Das hier übrigens, soll nicht verwechseln, wissen Sie, wer das ist? Es ist Frau Wusso. Ehrlich, schauen Sie hier. So malte Wusso seine Frau, als er sie noch begehrte. Oder dachte er an eine andere? Man weiß es nicht. Ja? Also nicht verwechseln. Das ist der Brief von Karl Moik. Und Karl Moik, hier, das war der Anfang von allem Ärgernis. Das ist Karl Moik in Dubai. Er hat den Stadel in Dubai moderiert. Der Stadel ist ja überall in der Welt gewesen. Sie waren ja in Peking. Ein Wahnsinn. Unter welchen Bedingungen die da gearbeitet haben? Ein Wahnsinn. Mittags war der Strom plötzlich weg und alles haben gestemmt gekriegt. Sie waren in Florida. Sie waren auf einem Kreuzfahrtschiff. 3000 Stadelfans auf einem Kreuzfahrtschiff. Ein fantastisches Ereignis für alle, die dabei waren. Und in Dubai, wo Karl Moik vielleicht auch hätte ein Zeichen setzen können. Ja. In diesen schwierigen Zeiten. Er hat gesagt, man hätte vielleicht den arabischen Freunden die Hand reichen können. Ja. Was macht die ARD? Strahlt den Stadel einfach später aus.
Nicht live, wie sonst, seit 40 Jahren, glaube ich. Und jetzt ist Folgendes. Der Stadler war trotzdem wahnsinnig erfolgreich. Der österreichische Rundfunk bekommt eine neue Direktion. Mhm. Weißt du, wer sich auch beworben hat als Intendant des ORF? Max Schautzer. Max Schautzer. Max Schautzer hat sich auch beworben als Intendant des ORF. Karl Moik schreibt: Ich möchte mich heute direkt an Sie wenden, um Ihnen zu erklären, warum mit dem Musikantenstadl möglicherweise bald Schluss sein wird. Ich weiß, liebe Bildleser, dass Sie den Stadl genau wie ich mit den Jahren ins Herz geschlossen haben und dass Sie es nicht verstehen, warum ich die Moderation der Sendung an den Nagel hängen will. Hier meine Gründe. Zum Ende des Jahres läuft mein Vertrag mit dem ORF aus. Das ist schon eine Frechheit. Ja? Ein Künstler dieser Größenordnung hat einen Vertrag, was heißt, Herr Moik, bestimmen Sie das Ende selbst bitte. Ja. Wird einfach der Vertrag auslaufen. Und genau zu diesem Zeitpunkt bekommt der Sender ein neues Direktorium. Das klingt nicht gut. Direktorium, das ist Französische Revolution. Wohlfahrtsausschuss, ja, Wohlfahrtsausschuss rüber ab und so weiter. Wie ich hörte, und wer in Wien was hört, das ist schon so gut wie sicher. Ja? Wie ich hörte, soll der Stadl zu einem kleineren Form heruntergefahren werden. Das kann und will ich als Vater der Sendung nicht akzeptieren. Ich hoffe, Sie verzeihen mir, dass ich nicht um einen neuen Vertrag betteln werde. Und da hat er recht. Ja. Wer ist er, bitte? Nein, um einen Vertrag betteln. Dazu habe ich in meinem Leben schon zu viel geleistet. Ah, hier steht es ja auch nochmal. Ja. Dazu habe ich in meinem Leben schon zu viel geleistet. Ja. Zu Recht. Und mit Pimperl-Sendungen gebe ich mich nicht mehr ab. Pimperl-Sendung. Toller Begriff. Ja, was sind Pimperl-Sendungen? Ja, Pimperl-Sendung ist eigentlich das meiste außer dem Stadl. Ja, weil sie werden auch von Pimperl-Moderatoren gepimpert, also gemoderiert. Pimperl-Sendungen. Das wird die neue Kategorie nächstes Jahr beim Deutschen Fernsehpreis. Kommen wir nun zur Kategorie Beste Pimperl-Sendung. Nominiert sind, verstehen Sie Spaß. Und, was Und? Noch? Was noch? Das? Nein! Bist du wahnsinnig? Mit Gästen wie Gunter Emmerlich, ach ja, okay. Heinz Hönig. Mit Pimperl-Sendungen gebe ich nicht mehr ab. Dann gehe ich lieber fröhlich in Rente. Ich habe ja immer nach dem Motto gelebt, egal was passiert, die Welt dreht sich weiter. Mit oder ohne Musikantenstadl. Auch wenn ich bei letzterer Möglichkeit eine kleine Träne nicht unterdrücken kann. Und das kann ich, das möchte ich mir gar nicht vorstellen, die letzte Sendung von Karl Moik, der Musikantenstadl, Tränen. Mhm. Auch dem Team gegenüber. Er hat ja mit allen Boldi, Wassels, Zudels, Wausels und Dudels über all die Jahre her vorrang zusammengearbeitet. Ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Nee. Ich sage ARD, ihr wisst gar nicht, wie sehr euch das Wasser bis zum Hals steht. Guckt euch mal hinter euch, ihr habt keinen mehr. Und wenn der Stadl noch weg ist, Feierabend. Nur noch Delling. Mhm. Habe ich neulich wieder gesehen. Akuten Delling hatte der wieder. Ja. Bei Mainz gegen Kaiserslautern. Ja, meine Damen und Herren, das ist eine ungewöhnliche Ecke für ein Spitzenspiel. Und die besten Ecken in der Pfalz tritt ja Mario Basler. So ging das. Eins am anderen. Eins am anderen. Und das ist dann die Zukunft. Also ich sag dir, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Wir fordern lebenslanger Vertrag für Karl Moik, unbegrenzt, so wie es die Beatles bei ihrer Plattenfirma hatten. Ja? Und dieser Mann, 90 Minuten mit dem Recht zu überziehen, nonstop. Oder wir schauen nie mehr Stadl. Denn der Stadl wird natürlich weitergehen ohne Karl Moik. Wahrscheinlich. Das hat man ihm noch nicht gesagt. Ja. Lippi macht ihn dann. So! Das musste mal gesagt werden, meine Damen und Herren, das war nur eine extrem politische Aktion, aber wenn Kollegen gemobbt werden sollen, wir lassen sie nicht im Stich. Ganz genau. Wir nicht. Heute haben wir Adventskalender Türchen Nummer 14 und heute kann ich schon mal vielleicht sagen, heute ist es ideal für jemand, der selber Kind geblieben ist oder vielleicht ein Kind im ersten Schuljahresalter hat. Dankeschön. Wer möchte heute, das sehen Sie schon, das ziemlich schwere Geschenk Nummer 14?
Haben Sie Kinder? Haben Sie Kinder? Habe ich doch gerade erklärt. Haben Sie Kinder? Ja. Ja. Dann würde ich sagen, nochmal bitte. Ja, nehmen wir die Dame ganz oben in der Mitte. Es wäre wieder kein Applaus gekommen. Es wäre wieder keine Applaus. Herzlich willkommen. Nehmen Sie bitte Platz. Woher kommen Sie? Aus Moers. Aha, am Niederrhein. Ja. Sie sind Frau? Nesbach. Nesbach. Vorname? Rosemarie. Rosemarie Nesbach. Arbeiten Sie? Ja. Nämlich als? Sozialpädagogin. Oh! Da hätte ja mein Leben völlig anders verlaufen können, wenn ich Ihnen rechtzeitig begegnet wäre, oder? Ja? Sozialpädagogin. Sehr wichtiger Beruf. Wird immer wichtiger. Frau Rosemarie Nesbach aus Moers, Sozialpädagogin. Was machen Sie da konkret als Sozialpädagogin? Ich arbeite mit Menschen, die wieder gerne arbeiten wollen. Was heißt das, Sie betreuen Arbeitslose? Das ist ja schon so Arbeitssuchende. Das ist ja schon so sozialpädagogisch formuliert. Ja. Ja. Außerdem stimmt es ja nicht alle Arbeitslosen wollen ja wieder arbeiten. Das haben Sie gesagt. Ja, sagen auch viele Arbeitslose. Aber wir wollen natürlich hier niemanden diskriminieren, nur aus dem Heer der mittlerweile 8 Millionen Arbeitslosen, die der Kanzler uns versprochen hat, die kann man ja nicht pauschal sehen. Es gibt solche und solche wie bei uns. Ja? Das heißt, was machen Sie mit diesen Menschen? Ich versuche sie zu vermitteln. Wie? Ich arbeite mit denen, mache denen Vorschläge. Was sie machen könnten? Was sie machen könnten? Ja? Also was sind das zum Beispiel konkret? Es kommt jemand, der hat seinen Job verloren als... Bankkaufmann? Ja, und möchte werden? Bankkaufmann? Ach so. Also das hat mit Umschulung oder so gar nichts zu tun. Teilzeit, mit Qualifizierung. Ist das schwierig, so jemand dann wieder zu vermitteln? Es kommt auf die Eigeninitiative auch an. Aha, also das ist schon wichtig. Man muss schon wollen. Ja, muss schon wollen. Ja, haben Sie auch hoffnungslose Fälle? Nein, nie. Toll. Aber wie ist das da überhaupt? Wie viel Prozent sind das in der Ecke Moers? Das weiß ich nicht genau. Ja, vom Gefühl her, sind es viele oder wenige? Viele, denke ja. ich. Ja. Sind Sie da noch betroffen, so von der Stahlindustrie und so? Auf der anderen Reihenseite, die ja auch immer mehr abbaut, oder geht das gar nicht in diese Berufe? Ist alles Mögliche. Quer durch den Garten? Quer durch den Garten. Arbeiten Sie mit den Leuten zu Hause oder treffen Sie sich in so einer... Nee, um Gottes Willen nicht. Nee. Ach so. Das nun doch nicht. Nein, bei einer Institution. Aha. Ja. Können wir die nennen? Möchte ich nicht, nein. Um die Institution anonym zu halten oder um nicht zu verraten, wo Sie arbeiten? Um die Institution anonym zu halten, ja. Aber vielleicht wäre es für viele eine Anlaufstelle, wenn Sie wüssten, wo Sie sich hinwenden können. Da gibt es das Arbeitsamt. Die... Das ist ja alles eigentlich unglaublich organisiert, oder? Ja. Man geht zum Arbeitsamt, wenn man einen Job sucht, und die nennen einen entweder einen Job direkt oder eine Institution, die einem weiterführend die hilft. Helfen kann. Aha. Mhm. Okay, also wer einen Job sucht und keinen hat, auf zum Arbeitsamt. Ja. Das wäre in jedem Fall erstmal der richtige Weg, oder? Sicher, so ist es. Ist das erfolgreicher, als sich direkt bei einer Firma zu bewerben? Das kann ich nicht sagen, das glaube ich nicht. Kann beides sein. Aha, ja. Sie sind aber sehr diplomatisch. Ja. Waren Sie auch im Petersberg mit dabei oder wie? Nein. Jetzt. Haben Sie Kinder? Ich habe ein Enkelkind im Schulalter. Wie alt? In der ersten Klasse jetzt. Das heißt 9. Nein, Entschuldigung, ein Scherz. Nein, 6. 6. Ein Scherz. Entschuldigung. Scherz. Ganz dummer Scherz von mir. Junge Mädchen? Mädchen. Dürfen wir fragen, wie sie heißt? Eileen. Eileen? Mhm. Ist das ein typisches Mädchen, die mit Puppen spielt oder ist die auch so technisch interessiert? Nein, mehr so Babyborn-Richtung. Oh, 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 oh. Babyborn. Ein heikles Thema. Oh ja. Was halten Sie von Babyborn? Wir müssen das so formulieren wie Ihre Institution. Ach ja. Ja? Denn der Hersteller von Babyborn hat natürlich 11 Anwälte, die unsere Sendung verfolgen. Aber ich sag mal, rein pädagogisch gesehen, ja? Was halten Sie von Babyborn-Puppen? Ich kann es nicht sagen, ich halte da nicht so durch. Aber die Kinder spielen halt gerne damit. Gut, aber... Pädagogisch wertvoll.
Ist das? Ist nicht so eine einfache Holzpuppe mit einem Wollkopf für das Kind viel besser, weil es sich alles vorstellen muss? Der Knaller bei Babyborn-Puppen ist doch, sie machen Pipi, ja. Ja, und auch Bäuerchen. Mhm. Ja, und man kann die Windel wechseln. Aber ich höre von vielen Menschen, dass es grässlich ist. Ich weiß von Menschen, dass die diese Puppen hassen. Da sagen, das ist das Letzte, dieser Dreck kommt mir nicht ins Haus. Und ich sage immer, um Gottes Willen, das ist eine ganz tolle Puppe. Nur jeder individuell für sich muss entscheiden, ob er die seinem Kind schenkt oder nicht. Denn viele Menschen finden die ganz toll. Und ich werde immer sehr, sehr böse, wenn Menschen sagen, solch ein primitiver Dreck ist das Letzte, was bei mir ins Haus kommt. Ja, also das sind diese Kämpfe, die ich habe. Das heißt, nein! Ja? Also ich finde die Puppen fantastisch, ich finde sie toll. Super. Ja, aber man muss natürlich tolerieren, wenn Menschen sagen, nein, ich möchte es nicht. Ihre Enkelin hat so eine Babyborn. Hat sie. Eine? Eine, glaube ich schon. Die sind auch nicht billig. Ja gut, Qualität hat eben seinen Preis. Da bin ich mal gespannt, wie Ihre Enkelin Eileen, 6 Jahre alt, sich über dieses Geschenk freut. Greifen Sie ruhig mal rein und ziehen Sie es raus, es ist schwer. Sie hat eine 6-jährige Enkelin Eileen und die wird begeistert sein, denn es ist ein Grundset Mein Start mit Märklin, eine Eisenbahn. Ich glaube, dass ich dafür auch begeistert bin. Tolle Sache. Wollen Sie auch machen? Damit spielen wir Kinder gerne. Ja? Frau Nesbach, vielen Dank. Das war sehr interessant und ich denke, viele sind jetzt vielleicht auf eine Idee gekommen, wenn sie einen Job suchen. Ja? Dankeschön, alles Gute, schöne Weihnachten. Rosemarie Nesbach. Das Gefussel wieder. Jetzt geht das Gefussel wieder los. Gisela. Unsere Kollegin, Sie wissen, sie möchte nicht gesehen werden. Hier, das fusselt so. Sie möchte nicht gesehen werden, die Kollegin. Aber sie hat nach der Show einen langen Termin mit Frau Nesbach. So, danke. Schönes Wochenende. So, jetzt ist alles sauber. Märklin, und wir sagen Märklin, weil wir die Märklin-Eisenbahn bezahlt haben. Absolut, 197 Mark. 197 Mark, ja. Ein Grundset. Und es gibt natürlich auch Fleischmann-Eisenbahn. Arnold. Arnold, und wie heißt der eine? Pocky oder Pico oder? Rocco. Coco. Rocco. 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 R-O-C-O. Rocco. R-O-C-O. Und das, meine Damen und Herren, ist eine Dellingsche Überleitung. Denn eine Modelleisenbahn wird bei uns nicht nur verschenkt, sondern auch aufgebaut. Wir können mal einmal rausschalten, damit Sie mal sehen, wo das bei uns gebaut wird. Hier draußen, das ist unsere Vorbauhalle. Da sehen Sie schon Kollege Sven, den Sie schon aus vielen Einsätzen kennen. Hallo Sven. Hallo Harald. Und wir dürfen nicht zu viel verraten, ja? Aber man kann sagen, dass der Nürtinger Bahnhof meiner Heimatstadt Nürtingen nachgebaut wurde von euch. Ja. Das kann man sagen. Und was machst du jetzt gerade hier? Ich mache gerade ein bisschen Wiese. Ja. Ist genug Klebstoff da? Es ist genug Klebstoff. Kleb bitte auch welchen, ja? Wir können nicht. Schau dir das an. Kameras in den Zügen, meine Damen und Herren. Die Züge fahren im Originalfahrplan des Nürtinger Bahnhofs. Und wie viele Gleise sind es parallel? 4? Schattenbahnhof 6. Bitte? Am Schattenbahnhof 6. Am Schattenbahnhof 6. Also das wird unsere große Eisenbahnaktion am kommenden Mittwoch. Die ganze Sendung für alle Modelleisenbahnfans. Da schlägt das Herz höher. Was passiert eigentlich hinterher mit dieser Eisenbahn? Kann man das schon verraten? Steht das schon fest? Ja, die wird im Internet versteigert. Ja, für einen wohltätigen Zweck? Absolut. Also das heißt, Eisenbahnfreaks, Sie können dann im Internet hinterher diese Eisenbahn ersteigern. Und das Geld, nicht zu knapp, die geben wir nicht für lau weg, geht an einen wohltätigen Zweck. SOS-Kinderdörfer. SOS-Kinderdörfer. Unter unserer Obhut, jede Mark kommt dort an. Auch die Schlafmünzen. Die jetzt immer mehr Leute mit Säcken bei der Bank Geld zurückbringen. Bringt das eigentlich was, dieses Geld zurückbringen? Naja, hast du mehr auf dem Konto danach, oder?
Also was soll das denn bringen? Ja, aber irgendwann ist das Geld doch eh weg. Die Leute bringen kistenweise Münzen zurück. Gestern kam eine Frau, ja, ich bringe die Schlafmünzen. Ich verstehe ja, das es gibt nicht. Halt Menschen, die sammeln das so in 5-Liter-Flaschen. Und ja. Das, ja. Und warum geben die das jetzt ab, um es zu tauschen? Ja, die haben dann das Geld. Ach so. Ich habe das nicht begriffen, ich habe keine Münzen gesammelt. Die haben nie Münzen gesammelt. Ich habe auch keine Münzen gesammelt. Auch beim Urlaub, wenn ich Restmünzen hatte, die kriegst du nirgends umgetauscht. Diese Restmünzen aus Fremdwährungen. Ja, was hast du damit gemacht? Ihn reingeschmissen. Ja, voller Wut, weil du es nirgends umgetauscht kriegst. Ja, nur Scheine. Das habe ich schon, am ersten Urlaubstag habe ich schon angefangen, Geld so auszugeben, dass ich nur noch Scheine am Schluss habe. Ja? Meinen ganzen Urlaub war ich damit beschäftigt, nur noch Scheine zu haben. Am Schluss hatte ich natürlich trotzdem Münzen. Warum? Weil ich nochmal tanken musste, oder was? Ja? Alles voller Münzen. Ja? Dann komme ich mit Eimern voller Münzen zurück. Keine Bank tauscht die um, auf die Rheinbrücke gegangen, reingeschmissen. Die kann man aber jetzt bei Apotheken abgeben, diese fremdländischen Münzen. Ja, auch für wohltätige Zwecke. Absolut. Ja, aber ich meine, ja doch, das ist... Ja, also, ja. Nee, mach ich in Zukunft auch, denn in der Apotheke bin ich ja täglich. Nun, meine Damen und Herren, zu einer schicksalshaften... Es war monatelang Ruhe mit ihm. Monatelang. Ich gehe jetzt auch heute nicht ran. Okay. Ich weiß, wer das ist der irre Witzeerzähler. Ja. Wieso hat er jetzt, wir haben doch die Nummer gewechselt, wieso hat er die jetzt wieder? Mir ist es unerklärlich. Schmidt, bist du ja dran? Hä? Hör mal, Lass du den Quatsch. Du brauchst Musikerwitze, ne? Was? Du brauchst Musikerwitze. Nee, hab ich gestern schon erzählt. Ja, du brauchst jede Menge Musikerwitze. Hör mal, pass auf, sagt der Musiker zu seiner Freundin, wenn ich gewusst hätte, dass du noch Jungfrau bist, ne, dann hätte ich mir mehr Zeit genommen. Sagt sie, hätte ich gewusst, dass du mehr Zeit hast, hätte ich mir die Strumpfhose ausgezogen. Ist gut, ne? Hier kommt der alte Tenor zum Arzt. Dann sagt er, Herr Doktor, können Sie mir helfen? Ja, ich verschreibe Ihnen mal ein paar Moorbäder. Und die helfen mir? Nein, aber Sie gewöhnen sich schon mal an die feuchte Erde. Ah! Ist gut, der Musikerwitze, ne? Hä? Du machst so einen Musikerwitze, ja? Machst du ja, ne? Kennst du den Unterschied zwischen einem Saxophon und Sackmehl? Nee. Dann blas mal rein. Hör mal hier. Hast du noch einen? Ein Bratscher kommt nach der Pensionierung mit dem Instrument nach Hause. Sagt seine Frau, du warst Musiker? Noch ein? Sagt der eine Musiker zum anderen, ich glaube, meine Frau ist tot. Im Bett ist sie so wie immer, aber in der Küche sieht's aus wie Sau. Kommt heute noch unsere Wichtelgeschenke? Nee. Ja, und ja, zwar? Was fragst du mich denn? Ja, ein schlimmer Schicksalsschlag. Gestern haben wir doch hier ausgelost, wer wem ein Geschenk zu geben hat. Ja, Herr Andrak, Frau Susanna, Herr Zerlett und ich. Hast du ein Geschenk besorgt? Oh ja. Wir wissen nicht für wen. Nein. Bleib geheim. Susanna, hast du ein Geschenk besorgt? Natürlich. Auch ein Geschenk. Helmut? Mhm. Ja, so. Ich wollte auch. Ich war in der Stadt. Ich war im Geschäft. Ehrlich? Ja, selbstverständlich, weil ich war natürlich auch daran interessiert, dass es heute stattfindet. Ja. Ich war im Geschäft und es gab auch das Geschenk, aber es gab es nicht in der Ausführung, die ich wollte. Ja? Also musste ich bitten, dass eine andere Ausführung aus einer anderen Stadt, noch in Deutschland aber immerhin, besorgt wird. Mhm. Du kannst dich nachvollziehen. Ja, was könnte das sein, überlege ich. Ja, wieso als Beispiel? Angenommen, du willst ein Auto schenken. Ja. So. Und gehst hin und sagst, es gibt das Auto aber nur mit normalem Dach. Ich will es aber als Cabrio. Ja. Kein Problem, wir lassen eins aus München kommen. Ja. Als Beispiel, es ist kein Auto. Ja, also. Ja. Also dieses Geschenk, was ich haben wollte, mir war sofort klar, als ich den Namen sah, nach ziemlich kurzem Überlegen war mir klar, was ich schenken will. Aber ich wusste auch wo. Und ich habe mich gefreut, mal wieder in der Stadt zu sein. Es ist ja ein Traum. Warst du mal in der Innenstadt jetzt um diese? Ich war heute Vormittag in der Innenstadt, ja. Ach, du hast auch in der Innenstadt gekauft, dein Geschenk? Ja, wo hast denn du gekauft? In der Innenstadt. Ja, wo denn da? Rund um den Dom. Ach so, na, ich eher rund um den Neumarkt. Hä? Ja. Was soll denn das wieder für ein Geschenk sein? Ja. Rund um den Neumarkt?
Ja, so Schildergasse, Richmondesstraße. Oh, das sind ja Ecken, die ich gar nicht kenne. Du kennst die Schildergasse nicht? Ja, vom Namen her, aber ich war glaube ich, noch nie da. Bewusst. 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 Du warst um den Dom rum. Rund um den Dom, ja. Mhm. Und da ist es so fantastisch, da sollten Sie jetzt mal hingehen. Tausende von Menschen. Und vor allem in Gruppen. In Gruppen, ganz toll. Und es sind sehr viele Damen meines Alters und ein bisschen älter, die in Gruppen die Stadt besuchen. Die kommen irgendwoher aus Hückeswagen oder aus Düren, sind fantastisch gelaunt, haben so Pudelmützen auf. Und liebe deutsche Frauen, was habt ihr eigentlich alle in diesen großen, großen, großen Taschen, die ihr mitschleppt, die ihr so festhaltet? Wir gehen so über den Weihnachtsmarkt, ja? Und halten sich so an diesen Taschen fest. Die haben die ganze Wohnung mit dabei. Mann an Mann. Und das ist für mich das Tolle. Obwohl die wirtschaftliche Situation so schlecht ist, obwohl 90% der Bevölkerung bei uns am Elend entlang segeln, haben die Menschen die Lust, die Hoffnung und die Gefühle, um zu Millionen in die Innenstädte zu gehen. Vor den Ständen von diesen Weihnachtsmärkten stehen sie. Der Weihnachtsmarkt ist ja so schön in Köln. Gerade wenn kein Schnee liegt. Welcher? Rund um den Dom. Ach so, der. Hier gibt es mehrere? Ja, es gibt am Rudolfplatz, am Neumarkt. Die will ich alle gar nicht wissen. Ja, okay, gut. Das sind auch nur Weihnachtsmärkte. Alter Markt, am Dom. Die unterscheiden sich doch nicht. Ah ja, gibt es ein Romantik und ein Mittelalter und ein, naja. Ja, was heißt Mittelalter? Da steht der gleiche Müll wie hier, nur der hat einen Helm auf, oder wie der verfolgt. Das ist der Mittelalter-Weihnachtsmarkt. Ja, genau. Milliarden von Menschen. Du fährst ins Parkhaus rein. Es ist so fantastisch zu sehen. Man wollte eigentlich keine Witze mehr machen über Frauenparken ein. Dann kommt weißer Golf, Kennzeichen DN, Parklücke. Und zwar diese tödliche Parklücke, wo rechts der Pfosten ein bisschen reingeht. Ja. Mutti. Diese Parklücke ist gut zu treffen, wenn Sie sich vorstellen, Sie fahren nicht in die Parklücke, sondern in die ein bisschen daneben, wo zwar ein Auto steht, da müssen Sie nur vorstellen. Ja? Ein bisschen an der Parklücke vorbei. Leicht zurücksetzen und dann fahren Sie ganz ohne Schrammen in die Parklücke rein. Und diese Frau aus Düren, weißer Anorak, Pelzkragen, tierisch gute Laune, hat mir rausgewinkt. Ja? Ich habe zurückgewinkt, weil ich wollte, dass sie weiterfährt, weil ich habe schon gesehen, es geht auf dem Pfosten zu. Ihre Mutter stand und hat sie reingewinkt. Ja, das war die schönste Aktion überhaupt. Ich fahre mit Mutti Weihnachtsgeschenke. Ja. Die Mutti hatte aber überhaupt keine Ahnung von, was ein Auto überhaupt ist. Ja. Stand und winkte so und sie fuhr. Und beim Weggehen hörte ich nur. Und das sind diese ganz, ganz schlimmen Kratzer, weil das ist dieser Reaktionskratzer. Man fährt an die Säule ran, man hört den Kratzer, man bleibt auf dem Gas, man denkt, oh Gott, es wird doch wohl nicht gekratzt sein, vielleicht bin ich weg und bin. Die ganze Seite, und da ist doch der ganze Weihnachtseinkauf futsch, oder? Da hat man doch keine Freude mehr. Oder die ganze Säule mitgenommen. Herrlich. Wirklich. Und man hat es direkt sehen können. Ein bisschen an der Lücke vorbeifahren und dann zurückstoßen und dann kommen sie rein. Wirklich, es funktioniert. Ich habe mindestens 4 Autos ruiniert, bevor ich selber begriffen habe. Komplett. Ich bin ein Jahr lang mit einem Citroën mit eingedellter Tür rumgefahren, in der Hoffnung, dass mir einer reinfährt und dass ich es dann von der Versicherung bezahlt kriege. Was ist passiert? Er ist mir auf der anderen Seite reingefahren. Ja? Da habe ich es aufgegeben. Das gehört alles gar nicht zum Thema. Ich weiß! Ja. Trotzdem stand ich da, habe dieses Geschenk gekauft, habe es auch schon bezahlt. Das Geschenk wurde sofort in der anderen Stadt auf den Weg gegeben. Mhm. Es hat mit dem Kurier nicht mehr rechtzeitig geklappt. Und jetzt? Müssen wir es verschieben. Auf Dienstag? Auf Dienstag. Mhm. Und ich sage nicht, wer das Geschenk bekommt. Ihr habt eure Geschenke alle gekriegt. Ja, ja? Oh, ich habe aber auch lange gesucht. Ja, wirklich? Aber man denkt eigentlich bei dem Geschenk, Mensch, das kriegt man ja überall in den Geschäften, aber... In was für Geschäften? Ja, in den... In Büchergeschäften? Wenn ich das jetzt sagen würde... In den Weingeschäften? Oder im DM-Markt? Das Geschenk ist ja sehr interpretationsfähig. Ja, genau. Psychologische Geschenke sind toll, pädagogische Geschenke. Dass man dem anderen etwas schenkt, von dem man will, dass er es gerne mal liest oder so. Obwohl man weiß, dass den anderen gar nicht interessiert. Habe ich nicht gemacht. Es ist ein Geschenk, wo du sagst, oh, ich hätte ganz viele Bücher gewusst, die du hättest dringend mal gebrauchen können, aber... Ja, aber das ist ja... Welche? Zum Beispiel? Ich meine, ich habe ja kein Geschenk für dich, sondern... Aber das sage ich jetzt... Ah, für Helmut. Nein. Er hat sich verraten. Nein, ich überhaupt nicht. Nein. Was denn für Bücher? Na, die Buddenbrooks brauchst du schon. Die Buddenbrooks? Ja. Habe ich ja. Hab's nie gelesen.
Die Buddenbrooks? Ja. Hättest du mir die Buddenbrooks geschenkt? Wenn ich dich gezogen hätte. Nein. Und wenn ich dann überlegt hätte, dass, aber, na, weiß nicht. Das hat mich wieder tierisch geärgert, dass ich dieses Geschenk nicht hatte, weißt du? Ich war da, ich habe mich durch diese Menschenmassen gequält, durch diese Parkhäuser. Allein bis ich aus dem Parkhaus wieder rausgefunden habe, ja? Und dann nicht in der passenden Ausführung. Ich hätte eine andere Ausführung nehmen können, aber das war es nicht genau. Denn du musst ja an diese Hände denken, die dieses Geschenk dann benutzen. Täglich. Benutzen. Täglich. Ja. Nicht in jede Hand passt jedes Geschenk. Es sei denn, sie haben eine große Tasche umhängen und eine Pudelmütze auf. Dann ist es wurscht. Jetzt machen wir das Spiel. Nein, das machen wir nicht. Er ist so schnell beleidigt. Ja. Herzlich willkommen.